Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Wir melden uns heute aus einem Hostel und wir haben jetzt hier gerade mal die Gunst der Stunde genutzt. Wir sind hier noch mit vier anderen Leuten auf dem Zimmer und wir sind jetzt gerade mal hier ein bisschen alleine. Das ist alles ein bisschen schwierig, weil es ist alles mega laut und es ist manchmal nicht so ganz so einfach, hier so einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt haben wir hier gerade mal eine Sekunde erwischt, die hoffentlich reichen wird. Und genau, wir haben für euch heute mal etwas anderes. Und zwar wollen wir mit einem Message an euch herantreten, die uns eigentlich schon mega lange auf dem Herzen brennt, die wir noch selber für uns noch nicht so aussprechen konnten. Und zwar geht es einfach darum, wir haben viel in diesem Podcast bisher auch so Probleme genommen und diese Probleme einfach auch behandelt. Und das ist auch richtig gut. Aber wir wollen halt auch noch so ein bisschen darauf eingehen, warum das so wichtig ist, beziehungsweise mit welcher Intention überhaupt man diese Probleme behandeln sollte. Das haben wir noch nicht. Kann sein, dass wir das in den ersten Folgen mal so ein bisschen angeschnitten haben, aber wir wollen jetzt heute in dieser Folge einfach nochmal so, einfach drauf eingehen, was hier eigentlich so abgeht. Genau. Und wir wollen euch heute einfach mal herausfordern. Also besonders die Paare, die sagen, dass alles okay ist im Moment, dass alles gut ist. Wir haben viel mit in der letzten Zeit mit euch geschrieben und viele Nachrichten bekommen und wir haben uns mega darüber gefreut und sind aber auch jetzt so an so einem Punkt, dass wir sagen, okay, ihr habt wirklich schon viel uns auch gesagt von Themen und dies und das und wir haben schon viel wirklich auch in den Podcast-Folgen behandelt und einfach sind schon auf voll viel eingegangen und jetzt wollen wir einfach nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie kann man das eigentlich alles nutzen, beziehungsweise warum sind wir so darauf eingegangen und ja, wollen da einfach den Fokus jetzt nochmal darauf legen, was man damit macht und was wir eigentlich so richtig vorhaben. Ja, das Problem bei dem Ganzen oder was wir halt auch gemerkt haben in der Zeit, also Darlene hat mega viel auch mit Leuten geschrieben, war halt eben, dass es mega viele Paare gab, die gesagt haben, ey, bei uns ist alles gut. Und das freut uns erstmal, auf der einen Seite freut uns das natürlich mega, dass bei euch alles gut ist, aber auf der anderen Seite kennen wir das von uns selber. Bei uns ist, wir sind auch ein Paar, würde ich mal so sagen, wo wir jetzt erstmal sagen würden, ist alles gut so. Und es war auch irgendwie oft sehr gut einfach so. Aber die Frage ist nur, welchen Standard oder welche Messlatte legt man an seine Beziehung an? Und bei uns ist das so, wir haben eine sehr, sehr hohe Messlatte an unsere Beziehung. Deswegen ist das für uns einfach so wichtig, einfach auch in diese Dinge reinzugucken, die vielleicht auf, also natürlich, also oberflächlich scheint irgendwie alles gut zu sein, aber guckt mal in diese Bereiche rein, wo ihr vielleicht sagt, okay, da sind wir nicht bei 110%. Weil das Problem bei dem Ganzen ist, man gibt sich oftmals schon mit, keine Ahnung, mit 60, mit 70, mit 80% zufrieden von dem, was tatsächlich möglich ist. Und diese Leute, die sagen, okay, bei mir ist alles zufrieden, bei mir ist alles gut in der Beziehung oder in der Partnerschaft, in der Ehe, die sind oftmals in diesen Bereichen, die wir jetzt gleich mal ansprechen werden, oftmals nur bei 70%. So, und die wissen gar nicht, dass es 100% gibt. Ja. Das ist das Problem bei dem Ganzen. So, deswegen sagen uns super viele Menschen, okay, bei ihnen ist alles gut in der Beziehung. Wir wollen euch jetzt aber mit dieser Folge einfach nochmal mega herausfordern, in allen Bereichen eurer Beziehung nochmal wirklich hinzugucken und nicht die Augen zu verschließen und einfach mal zu sagen, ey, lasst uns das mal richtig geil machen. Lasst uns mal in jedem Bereich, den wir haben, einfach mal sagen, okay, wir wollen jetzt hier 120%. Wir wollen einfach besser sein als alle anderen. So, und wenn man diese Messlatte anlegt, dann hat man nicht mehr unbedingt diese,
ich will es jetzt nicht Standardprobleme nennen, weil diese Probleme sind genauso wichtig, dass man sie irgendwie auch behandelt. Aber es sind dann sehr oft auch Feinheiten, die justiert werden müssen. Und das, was wir jetzt bisher gemacht haben in diesem Podcast, ist so, wir haben so eine, mit Hammer und Meißel haben wir gearbeitet eigentlich. Wir haben so diese Mega-Monster-Probleme genommen und haben die bewältigt so oder zumindest versucht, euch da irgendwie so ein bisschen was näher zu bringen. So, aber jetzt schaut einfach mal bitte auch in diese kleinen Bereiche rein. Wie können wir da 120% erreichen? Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, bei mir ist aber wirklich alles gut und wir wollen euch da jetzt auch nicht irgendwelche Probleme reinlegen in eure Beziehung. Also versteht uns da nicht falsch. Aber wir glauben halt einfach, dass es mehr gibt und mehr auch von Beziehungen. Und das ist halt so, ja, was meinen wir, wenn wir davon sprechen, dass wir es geil machen wollen oder dass wir es halt richtig gut und genial und einfach besonders machen wollen. Wir wollen einfach eine Beziehung haben und auch Paare halt ermutigen und darin fördern, eine Beziehung, eine Ehe zu haben, wo sie eine wirklich, wirklich tiefe Verbundenheit zu diesem Menschen haben. Einfach nicht nur, weil sie ihn kennen und das alles aus Gewohnheit da ist, sondern einfach, weil diese Verbundenheit wirklich da ist, durch Austausch, durch Liebe, durch Leidenschaft, durch Träume, durch all das. Und ja, das ist halt einfach so, das schafft man nicht, wenn man manche Sachen einfach nicht, sag ich mal, bearbeitet oder einfach nicht bespricht. Also das heißt noch nicht mal, dass ihr da ein Problem haben müsst oder da das bearbeiten müsst oder so. Es geht uns einfach darum, dass ihr darüber auch mal gesprochen habt. Kann auch sein, dass es Dinge gibt oder Bereiche, wo ihr noch nie drüber gesprochen habt. Und da ist es halt einfach total wichtig, geht alle Bereiche durch. Weil wenn ihr in eurer Beziehung fein miteinander seid und richtig gut verbunden und voll das Team, dann könnt ihr einfach auch nach draußen gehen und ein Stückchen in der Welt verändern. Und das ist einfach das, was wir erreichen wollen und euch da ermutigen wollen, dass ihr da wirklich, ja, wie Tim das schon gesagt hat, zu 110% investieren wollt. Und ja, da ist halt einfach so die Frage, warum näher hinschauen? Nochmal ganz kurz da rein. Da muss ich nochmal einmal ganz kurz rein. Die Sache ist auch so ein bisschen, ganz viele schreiben uns halt, okay, bei uns ist alles gut. Aber gut ist nicht scheiße, Mann, es ist geil. So, und dieses, wenn du das nicht sagen kannst über deine Beziehung, über deine Partnerschaft, über das, was ihr in Zukunft machen wollt, dann seid ihr noch nicht bei 110%. Das kriegt das mal in euren Kopf rein. Das ist krass. Das ist wirklich krass, weil man denkt immer so, ja, okay, alle anderen, denen geht's genauso. Andere Beziehungen haben auch Probleme. Nein, Mann! Nein, es muss nicht so sein. Also natürlich gibt's immer irgendwas, wo man dran arbeiten kann. Es gibt in jeder Phase unterschiedliche Probleme, aber guckt auf diese Probleme so und versucht, die aus dem Weg zu räumen und nehmt die nicht für selbstverständlich. Nur weil andere Beziehungen dieselben Probleme haben und damit nicht klarkommen, guckt einfach auf euch, guckt auf euch selber und macht es einfach richtig geil. Und mit richtig geil meine ich richtig geil. Damit meine ich, dass jedes Problem behandelt wird. Alles. Macht jeden Bereich. Macht die Bereiche Kommunikation, Sex, Alltagsleben, all diese Bereiche, all diese kleinen Streitpunkte, die vielleicht immer und immer wieder auftauchen. Ja. Macht da eine Challenge für euch draus. Macht da was, macht das zu einem Spiel oder so, dass ihr da reinguckt und versucht, möglichst viel von diesen ganzen Dingen einfach aus dem Weg zu räumen. Und irgendwann, wenn ihr das macht, dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr euch dann selber tatsächlich fragt. Ich wette mit euch, dass ihr noch lange nicht an diesem Punkt seid. Wir sind auch noch lange nicht an diesem Punkt. Ja. Aber wenn ihr an diesem Punkt seid, dann werdet ihr euch fragen, okay, und was jetzt? Und wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr euch fragt, und was jetzt? Dann ist der Punkt gekommen, wo ihr mit eurer kompletten Energie als Team und als Paar nach draußen gehen könnt. Ja. Und dann, wenn ihr keine Reibung mehr zwischen euch habt, dann, Alter, dann ist so viel möglich. Ja, und das ist halt eben, wo wir uns auch, ja, einfach so auf dem Weg befinden, wo wir halt eben da auch noch nicht angekommen sind, aber was wir halt eben als Ziel haben. Und dadurch, dass wir das als Ziel haben, haben wir halt eben ganz andere Schwerpunkte, wo wir dann eben drauf gucken. Also, und versuchen halt eben nicht wegzuschauen. Und ja, warum, das meinte ich halt gerade, warum ist es so wichtig, da einfach näher hinzuschauen? Es gibt halt Phasen im Leben. Also es gibt,
ja, die Phase so unter 30, wo wir jetzt auch gerade sind, da ist noch alles cool, da macht man viel, keine Ahnung, dann kriegt man vielleicht Kinder, muss aber auch nicht, man kriegt vielleicht keine Kinder, keine Ahnung, aber es kommt irgendwann die Phase, wo man so denkt, krass, ich werde älter und irgendwann ist mein Leben auch vorbei, habe ich wirklich alles erlebt. Viele nennen das die Midlife Crisis, die muss nicht jeder kriegen, aber letztendlich ist das so eine Phase, wo man halt auch nochmal krasser hinterfragt. Und die, die wirklich in diese Midlife Crisis kommen, sind die, die ihre Phase nicht akzeptieren. Wenn du mit, keine Ahnung, 40, 50 denkst, aha, ich glaube, ich habe noch nicht alles erlebt, ist das Kacke. Und diese Probleme, die man jetzt so mit Mitte 20, 30 hat vielleicht, wo man jetzt noch wegschauen kann, genau, weil es nicht so schlimm ist. Ja, weil man auch noch viel erlebt und dies und das. Die werden dann in so einer Phase später mit 40, 50 nochmal auftreten. Und das ist halt einfach so das Ding, da guckt man sich dann vielleicht eher um. Die Kinder sind aus dem Haus oder wie auch immer. Oder der Job ist langweilig, keine Ahnung. Und dann schaut man sich so um und denkt so, ach, was gibt es denn noch so? Deswegen sind halt auch einfach viele Ehen in der Zeit gehen halt auch einfach kaputt. Und weil man diese Probleme in dieser Zeit jetzt noch nicht bearbeitet hat. Deswegen lasst uns diese Dinge einfach angehen. Schaut wirklich genau hin und ja, dass euch diese Probleme einfach nicht später einholen. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht in euch hineinsprechen, dass ihr Probleme habt, aber es gibt in jeder Beziehung, auch bei uns, gibt es Reibungspunkte und die kommen immer und immer wieder. Da könnt ihr euch auch voll gerne die vier Phasen der Beziehung anhören oder anschauen. Könnt euch das gerne auch nochmal verlinken in den Shownotes. Das passt da sehr gut. Und ganz kurz noch zur Ergänzung. Wir haben mal einen Blogartikel geschrieben, der hieß, warum unsere Ehe nicht perfekt ist. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal davon überzeugen, dass wir mega viele Probleme haben. Oder was heißt mega viele Probleme? Aber dass es halt einfach Dinge gibt, so die, ja, keine Ahnung, die man halt so bearbeiten kann. Ja, voll. Genau. Deswegen, wir haben jetzt einfach zum ersten Punkt gesagt, okay, wir wollen den Standard erhöhen. Wir wollen da definitiv uns nicht zufrieden geben. Und da haben wir jetzt auch nochmal vorher drüber gesprochen. Das ist mega interessant. Okay, zufrieden sein und glücklich sein. Wo ist da so der Unterschied? Oder wo schaut man, ja, was ist zufrieden? Weil ich hatte auch so gesagt, ne, okay, zufrieden sein oder sich nicht damit zufrieden geben. Irgendwann sollte man auch zufrieden sein, hatte ich so zu Tim gesagt. Und Tim meinte ja dann halt eben, nee, es gibt zwei Unterschiede. Und ja, das macht halt einfach voll Sinn. Genau. Es gibt einen Unterschied zwischen zufrieden sein und glücklich sein. Und das war ganz interessant in der Vorbereitung auf diese Folge, das auch nochmal für uns nochmal einfach klar zu setzen. Mhm. Einfach zu gucken, okay, man kann glücklich sein in der Situation, man kann glücklich sein mit dem Partner, man kann gute Gefühle gegenüber dem Partner haben. Das ist für mich glücklich sein. So. Aber zufrieden sein bedeutet, dass ich mich zufrieden gebe mit einem Standard, den ich mir selber gesetzt habe. So, und wenn man das tut, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt. So, deswegen gebt euch einfach nie, nie, niemals zufrieden mit eurer Beziehung. Aber seid glücklich in dem Moment. Genau, seid glücklich, aber strebt einfach immer nach dem Besten. Das ist das so. Genau, das Streben nach Exzellenz. Das Streben nach Exzellenz einfach auch in deiner Beziehung. Das ist einfach so ein Mantra für uns, was wir auch für unser Leben einfach ja übernommen haben, dass wir in allen Bereichen einfach immer und immer besser werden wollen. Und Beziehung ist da definitiv keine Ausnahme. Deswegen macht es einfach perfekt. Oder nicht perfekt. Nein, perfekt werdet ihr es nie schaffen. Aber gebt euch einfach nie zufrieden. Ja, voll. Ja. So, das ist so der erste Punkt, wo man einfach gucken kann, wie kann man da nochmal mehr aus der Beziehung einfach rausholen. Also erhöht euren Standard. Gut ist nicht gleich richtig geil. So. Von daher, wie kommt man jetzt dazu? Also erstmal erhöht euren Standard. Sagt, da wollen wir hin. Wir wollen die 110% geben. Und als zweites ist es halt eben zu gucken, okay, was hindert mich aber daran, wahrscheinlich zu diesen 110% zu kommen? Was hast du für Ausreden vielleicht? Oder ja, warum gibst du dich vielleicht mit bestimmten Situationen auch zufrieden? Welche Aussagen hemmen dich? Oder was hindert dich halt eben weiterzukommen? Oder stell dir mal einfach die Frage, was auch mega krass ist, was würde passieren, wenn ihr diesen Bereich nicht angeht? Erweitert mal einfach so euren Zeithorizont auf die, keine Ahnung, nächsten 20 Jahre. Was würde passieren, wenn ihr dieses Problem nicht angeht? Ja, genau. Schreibt das einfach mal auf und überlegt, ob ihr mit diesem
Zustand glücklich wärt und was dann so passieren würde. Ja, da kann man einfach gucken, was hat man für Glaubenssätze, die einen daran hindern. Also was hindert euch eben daran weiterzukommen? Und ja. Genau, und bei Glaubenssätzen, wie das in allen anderen Bereichen auch so ist, das sind so, ich weiß nicht, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr vielleicht auch schon andere Podcasts gehört, wo über Glaubenssätze geredet wurden. Und das sind halt einfach so Verallgemeinerungen, würde ich sagen, so, die ihr bei euch etabliert habt, die euch sagen, wie das Leben funktioniert. So, und wenn ihr zum Beispiel sagt, euer Glaubenssatz ist, andere Beziehungen haben auch Probleme, dann ist das ein Glaubenssatz, den ihr für euch habt. Aber nehmt diesen Glaubenssatz einfach mal und versucht, den zu widerlegen. Also sucht zu hinterfragen. Und ja, zu hinterfragen. Seid mal kritisch zu euren Glaubenssätzen. Seid mal... Warum denkt ihr so, wie ihr denkt? Warum denkt ihr so, wie ihr denkt? So, versucht mal zu ergründen, woher dieser Glaubenssatz kommt. Und dann frag dich mal, wenn du das von irgendwelchen Menschen gehört hast, wenn du das aus den Medien gehört hast, wenn du, weiß ich nicht, wenn du das sonst irgendwo her hast. Versuch mal herauszufinden, ob diese Quelle überhaupt vertrauenswürdig ist. Ob diese Person oder diese Quelle dieselben Erfahrungen gemacht hat wie du. Ob die... Hinterfrag das einfach alles mal. So, und wenn du an diesem Punkt kommst, wo du das hinterfragt hast, dann wirst du ganz oft, also wirklich ganz, ganz oft feststellen, dass das auf dein Leben gar nicht... Das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. So, das ist einfach nur, irgendwann mal war in deinem Leben ein Punkt, wo du diesen Glaubenssatz aufgedrückt bekommen hast und seitdem hast du den adaptiert für dich und du reflektierst das einfach immer und immer wieder in deiner Beziehung. Deswegen, keine Ahnung, haben wir ein Beispiel dafür, für so einen Glaubenssatz auf so eine Beziehung? Meine Eltern hatten ja so oder so auch Probleme, von daher werde ich die halt auch haben. Oder ist es eh safe, dass man später sich vielleicht trennt oder so. Das sind halt alles so Dinge, hinterfragt das mal, was vielleicht auch eure Eltern... Und sucht euch Gegenbeispiele dafür von, ja, von Paaren, wo es anders funktioniert hat. Ja. Genau. So. Ja. Genau, als dritten Punkt haben wir das, ja, wie kommt man jetzt dahin? Also erst den Standard erhöhen, dann die Glaubenssätze hinterfragen und dann halt eben zu gucken, okay, wenn man das gemacht hat, wie kann man ja die Herangehensweise ändern? Also ändert eure Herangehensweise, plant die nächsten Schritte und schaut, was sind das so für Dinge, die für euch als Paar nicht funktionieren. Macht's mal ganz konkret. Also ihr habt jetzt euren Standard erhöht, ihr habt eure Glaubenssätze geändert und habt so ein paar Sachen rausgefunden, wo ihr gerne dran arbeiten wollt, ja? Und guckt euch diese Dinge einfach mal an und dann plant mal die Veränderung. Plant mal, was ihr vielleicht ausprobieren könnt. Plant mal, was für Möglichkeiten ihr einfach habt. Und dann geht die Sachen an und macht es wirklich konkret. Wenn ihr jetzt ein Problem habt, was, ich weiß nicht, irgendein Problem. Denkt dir gerade einfach irgendwas aus, wo du, das erste Problem, was dir in den Kopf kommt. So, und jetzt macht ihr einen Schritteplan oder irgendwie sowas, wo ihr ganz konkret sagt, okay, wir gehen an dem und dem Tag, gehen wir dieses Problem an, durch das und das und das. Wir sprechen darüber. Genau, besprecht das darüber. Date Night. Irgendwie sowas. So, und jetzt ist das Ding, euer erster Ansatz wird nicht funktionieren. Das hört sich jetzt super deprimierend an, es wird aber wahrscheinlich so sein. So, nur wichtig ist, dass ihr an diesem Punkt nicht sagt, okay, hat nicht funktioniert, keine Ahnung, die Podcast-Folge war ganz inspirierend und ganz interessant, aber für mich passt das nicht. Die Podcast-Folge passt auf dich. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. So, und deswegen, der letzte Schritt, probiert tausende von Dingen aus, bis ihr zu einem Punkt kommt, der für euch funktioniert. So, und lasst euch einfach nicht entmutigen von den ganzen Dingen, die nicht funktionieren, sondern macht einfach immer und immer weiter, bis ihr dieses beschissene Problem aus dem Weg geräumt habt. Sehr gut. Genau so ist es. Und wir wollen euch da wirklich... Also nehmt es nicht übel. Ja, wir wollten euch einfach nur mal ein bisschen wachrütteln in der Folge jetzt hier. Manchmal muss man euch ein bisschen schütteln, glaube ich. Und das ist einfach, wir wollen euch da wirklich herausfordern. Und da sehen wir uns einfach auch so ein bisschen drin als Ermutiger für euch, aber auch als Herausforderer. Und ja, wir träumen halt eben von Ehen, die es halt einfach außergewöhnlich machen, die
die von einer besseren Welt träumen, die Ideen haben, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen können. Aber das geht halt alles erst, wenn ihr so eine tiefe Verbundenheit habt, indem ihr alle Reibungspunkte aus dem Weg schafft. Und das ist so, ja, ist halt einfach nicht nur gut, sondern ist halt richtig, richtig gut. Also richtig genial. Und das schafft ihr aber wirklich nur, wenn ihr danach strebt. Und wenn ihr nicht nur an den offensichtlichen Problemen arbeitet, wo man irgendwie denkt, okay, ja, ist halt so, sondern es geht halt auch um die Sachen, die, ja, wo man nicht so gerne hinguckt. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen wachrütteln. Und herausfordern, ja. Auch die Leute, die jetzt sagen, okay, sie führen eine gute Beziehung und alles ist okay. Wir feiern euch, ist alles voll geil. Aber trotzdem, um es einfach, strebt einfach nach Exzellenz. Ja. Macht es einfach mega, mega Hammer. Genau. Und in diesem Sinne verlassen wir euch jetzt. Wir springen jetzt ins Meer. Es ist so unfassbar warm hier. Es ist so warm, ja. Es ist der Wahnsinn. Genau, und wünschen euch einfach eine richtig, richtig gute Woche. Wir haben gehört, es ist voll der goldene Oktober in Deutschland. Und den verpasst ihr leider. Ja, macht nichts. Ist okay. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch eine gute Woche und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.